Heute erkläre ich dir, warum das Abdämpfen ungespielter Saiten bei der E-Gitarre so essentiell wichtig ist und wie es funktioniert. Hallo, hier ist Christian Konrad mit einem neuen E-Gitarren-Grundlagen-Video. Es geht um das richtige Abdämpfen der ungespielten Gitarrensaiten. Warum ist das Abdämpfen ungewollter Saiten so wichtig bei der E-Gitarre? Weil insbesondere beim Spiel mit Verzerrung alles deutlich angehoben wird. Es wird unnatürlich lauter gemacht, alles was du spielst. Generell ist es so, dass wenn man eine Saite anschlägt, alle Saiten mit anfangen zu schwingen und das hört man dann auf einmal. Das wird dann von Anfängern oft so interpretiert, dass es nicht gut klingt, weil die Gitarre nicht gut genug ist, weil die Tonabnehmer vielleicht nicht so toll sind. Und dann fangen viele an, schon am Equipment Dinge auszutauschen, zu verbessern, teureres zu kaufen. Dabei ist das Problem oftmals die Spieltechnik. Anfänger kennen das, wenn man einem Profi mal die eigene Gitarre in die Hand gibt, dann klingt die auf einmal immer viel besser. Das ist ein Aspekt, dass der Profi weiß, wie er die ganzen Geräusche und diesen Klangteppich verhindert, der sich sonst bildet, wenn man nicht darauf achtet. Wenn du das bei dir selbst als Einsteiger überhaupt noch nicht wahrgenommen hast, dass da Nebengeräusche sind, kann sein, dass du intuitiv alles richtig gemacht hast. Wahrscheinlicher ist aber, du hast dich einfach an den Klang gewöhnt mit den Nebengeräuschen. Da empfehle ich dir, nimm dich mal auf beim Spielen und hör es dir mal an und achte mal genau darauf, wie sauber das klingt, ob da vielleicht Nebengeräusche zu hören sind. So habe ich das nämlich bei mir herausgefunden. Erst als ich anfing, meine Übesessions mal aufzunehmen und mir anzuhören, fiel mir auf, wie viele Nebengeräusche ich eigentlich produziere und wie schlecht es dadurch eigentlich klingt. Also spiele ich jetzt einfach mal, ohne auf Nebengeräusche zu achten. Dann klingt das so. Klingt also irgendwie noch nicht perfekt. Es klingt zu vieles mit, was wir gar nicht wollen. Das kriegt man mit Üben, mit bewusstem daran arbeiten, kriegt man das ganz gut in den Griff nach einer Weile. Nämlich macht man es so, dass die rechte Hand oder allgemein gesagt die Anschlagshand immer dafür verantwortlich ist, die Saiten, die über der gerade gespielten liegen, abzustoppen. Also wenn ich auf der dritten Saite spiele, von unten werden die Saiten immer gezählt, ne? 1, 2, 3. Dann ist es die Aufgabe der rechten Hand, die dickeren Saiten mit dem Handballen zu berühren und damit abzustoppen, dass sie nicht klingen können. Dann muss ich auch gar nicht vorsichtig anschlagen, sondern ich kann richtig reinlangen in die Saiten, aber es klingen die oberen Saiten nicht mit. Und die linke Hand ist verantwortlich für alle Saiten, die unter der gerade gespielten liegen. Deswegen setze ich oft auch den Finger so schräg auf, wenn du dich gefragt hast, warum ich nicht gerade die Finger aufstelle. Die klassischen Gitarristen lernen das natürlich so, dass man die Finger immer möglichst gerade auf die Saite stellt. Aber eben bei der E-Gitarre mit Verzerrung müssen wir ein bisschen anders rangehen. Da setzt man die Finger eher etwas seitlicher auf, sodass man automatisch die unteren Saiten berührt und damit am unfreiwilligen Mitklingen hindert. Das wäre die grundsätzliche Aufteilung. Rechte Hand die Saiten über der gespielten, linke Hand die Saiten unter der gespielten. Und dann müsste das Ganze schon viel nebengeräuschärmer sein. Setzt natürlich voraus, dass die Hand mitwandert. Ne? Wenn ich weiter runtergehe, muss die rechte Hand mit runterwandern. Und zusätzlich mache ich es oft noch so, wenn der erste Finger frei ist, wird er auch noch um die gespielte Saite herum wieder drüber gelegt, nicht gegriffen, kein Barré, nicht verwechseln. Ich lege den dann einfach nur ohne Druck auf, sodass die Saiten auch nochmal am Klingen gehindert werden. Das braucht schon eine Weile, bis man das einprogrammiert, aber auf einmal klingt deine Gitarre dann viel besser, wirst du merken. Und dann traut man sich auch mal, wieder richtig in die Saiten zu hauen. Also kann nämlich nicht der Weg sein, dass man versucht, möglichst sachte anzuschlagen, dann kommt kein guter Klang zustande. Dann ist es einfach zu wenig Pegel für die Tonabnehmer, für den Verstärker. Es klingt dann einfach nicht, ne? Wenn man dasselbe jetzt ganz vorsichtig spielt.
klingt einfach dann nicht nach Rockmusik. Daher muss der Weg sein, immer alle nicht gespielten Saiten abzustoppen. So wird es viel besser klingen nach einer Weile als bisher und du bist eben diese lästigen Nebengeräusche los. Das war mein heutiger E-Gitarren-Einsteiger-Tipp. Ich hoffe, du konntest was damit anfangen. Schau dir auch mal die anderen E-Gitarren-Grundlagen-Videos dieser Reihe an. Vielleicht sind da ja noch mehr hilfreiche Tipps für dich drin. Abonniere auch meinen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast und gib mir den Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.